Oh. Ja, fahren Sie ruhig weiter. Fahren Sie ruhig. Irgendjemand wurde gerade umgefahren. Oh, ein Polizist. Egal. Ja, fahren alle über die Leiche drüber, ne? Ja, du auch noch. Komm, noch jemand? Komm, einer noch hier. Ja, der, komm, fahr über die Leiche hier. Los. Tu dir keinen Zwang. Ach du Scheiße. Alter, das geht dir ab. Jetzt fahren Sie doch endlich weiter. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPD FR mit mir, dem Razor. Ja, in der letzten Folge, was haben wir da eigentlich gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber was ich sagen kann, in dieser Folge habe ich ein paar mehr Sachen drin. Zum einen sind alle Autos jetzt auch, alle Polizeiautos sind jetzt wie die echten in Los Angeles. Habe ich halt die Textur ersetzt mit den echten. Und ich habe jetzt einen Police Helper drin, also dieses Ding, was ihr jetzt unten rechts seht, dieses Handy da. Dann habe ich ganz viele Call-Out-Mods installiert, die ich noch gar nicht kenne. Das heißt, da wird es auch nochmal ziemlich lustig und ziemlich spannend. Ich habe da vorhin schon ein bisschen reingeguckt. Ist schon ziemlich geil, was ich da gespielt habe. Ja, solche Sachen habe ich jetzt halt alle drin. Das heißt, wir können jetzt durchstarten in eine hoffentlich nicht absturzreiche Folge LSPDFR. Wir warten einfach mal auf den Callout heute. Heute trigger ich mal nix. Wir warten mal und gucken, was passiert. Die Grafikmod habe ich natürlich auch wieder installiert, wie man sieht. Die macht auch wieder einen exzellenten Job heute. Muss ich ganz ehrlich sagen. Boah, vor allem das Riesenrad. Gebt euch das Riesenrad da hinten. Wie das... Boah, warte, da muss ich kurz nochmal zurück. Oh, wir haben... Okay. Wir haben hier, Drug Overdose. Ich glaube, das ist eine Überdosis an Drogen. Welchen Response-Code? Ich glaube 3. Keine Ahnung. Ist egal. Ob 2 oder 3 ist ja nicht so wichtig. Wir fahren einmal hin. So, hier kommt keiner. Das heißt, wir können abbiegen. Gucken mal, was passiert. Eine Drogenüberdosis. Das heißt, Waffen braucht man dann nicht. Warte mal, machen wir eben die Tür zu. Ne? Sonst regnet jetzt auch in unsere Karre. Haha. Hallo. Press U. Wow, I'm high as fuck. Ja, das würde ich jetzt auch mal behaupten. Und was mache ich jetzt? Nehmen Sie bitte die Hände hoch. So, wir müssen mal eben hier tasern. Ist er jetzt tot? Nee, nehmen Sie bitte die Hände hoch. Wir müssen dringend in ärztliche Behandlung. Dringend in ärztliche Behandlung. Behandlung. Wir müssen ganz dringend ärztliche Behandlung. Hallo. Scheiße, jetzt komm. Nein! Ach Mann, wieso schlage ich dir eigentlich immer? Mann. Wir brauchen einen Leichenwagen. Okay. Immerhin haben wir den Einsatz gelöst. Wenn das nicht der... Boah, es ist nass, Alter. Ich muss mich immer unterstellen, wenn der Leichenwagen kommt. Sonst wird ja die Uniform so nass. Weißt du, das wollen wir ja nicht. Also der kann da ruhig weiterliegen. Aber wir müssen doch schön trocken bleiben. So, Herr Leichenwagenfahrer, kommen Sie mal bitte. Ah, guck mal, hinten ist er schon. Okay, wir haben einen neuen Einsatz. Nehmen wir mal an, hier. Komm, dann gehen wir hin. Individuals driving ammo. Okay. Ja. Da fahren wir mal hin. Huch, wo ist denn das jetzt? Ach, ist das Bett, der ist escaped. Toll. Hat man ja voll die Chance. Was? Error detected. Aborting call again. Ich hoffe, es gehört zu der Mod dazu und keine Fehlermeldung. Deswegen machen wir einfach mal weiter. Wundert euch übrigens nicht, warum da so viele farbige Punkte sind. Das ist noch, als ich vorhin getestet habe. Das ist so ein paar Callout-Mods haben noch so ihre Tücken, sage ich mal. Dass halt diese Blips nicht mehr wirklich weggehen. Also nur manchmal gehen die weg irgendwie. Wenn das richtig ausgeführt wird. Ne, komm, das haben wir schon gehabt. Jetzt machen wir hier mal. Heavy Vehicle Fliegen hatten wir noch nicht. Da hinten. So, da fahren wir hin. Das ist der hinterste Punkt. Genau, da holen wir gleich auch mal ein bisschen Verstärkung. Und Local hier. So.
was wir denn noch kriegen hier, ne? Das wäre ja sonst eine Katastrophe, ne? Wir fahren vorsichtig. Oh Gott. Okay, da hinten ist er. Oh Gott, pass auf. Hier ist ein Geisterfahrer auf den Straßen, oh mein Gott. So, da hinten, Alter, am Golfplatz. Ne, das ist nicht am Golfplatz. Uah, das ist an dem Friedhof. Also, nicht wo der ist, aber wo wir gerade sind, hoch. Ja, gut, es gab ein paar Todesopfer auf dem Weg zum Einsatz, aber das ist ja egal. Das ist Kollateralschaden. So, jetzt wollen wir noch, aber noch hier ein paar Local Patrol, sonst wird das hier nichts. So, wir reihen uns hier mal ein. Vielleicht funktioniert es auch mal heute, ohne dass wir gerammt werden. Ja, wir rammen lieber andere. So, komm. Huch. Ja, das ist Kollateralschaden, wie gesagt. So, das ist auf dem Freeway. Scheiße. Ah, oh Gott. Scheiße. Gibt's da nicht. Boah, sieht das geil aus. Im Sonnenuntergang, in Anführungsstrichen. So, davor. Wer ist denn da? Egal. Jetzt haben wir ihn, oder? Ernsthaft, der Wagen hat uns so krasse Probleme bereitet. Gehen Sie bitte auf den Boden. Dieser Wagen hat uns so krass Probleme bereitet. Wie gut kann die bitte fahren? Mach mal erstmal die Tür zu hier. Ja, ja, alles bitte. Ja, so ist ja. Ne? So, komm. Ich übernehme ab hier. Habe ich jetzt. Ey! So nicht, ja. Habe ich jetzt den Prisoner Transport? Ich kann den nicht rufen, weil. Das verstehe ich nicht bei LSPDFA. Oh, die Frau liegt ein bisschen unterm LKW. Egal. Ja, komm. Kriech mal raus. So. Kann ich dich jetzt festnehmen? Hallo. Nicht dahin. Alter, wer hat mich da gerade ge. Ah, ich glaube, der Prisoner Transport ist da. Ja, scheint so. Dann brauchen wir jetzt noch einen Leichenwagen für den Jungen. So. Ja, fahren Sie ruhig weiter. Fahren Sie ruhig. Irgendjemand wurde gerade umgefahren. Oh, ein Polizist. Egal. Ja, fahren alle über die Leiche drüber, ne? Ja, du auch noch. Komm, noch jemand? Komm, einer noch hier. Ja, der, komm, fahr über die Leiche hier. Los. Tu dir keinen Zwang. Ach du Scheiße. Das geht dir ab. Jetzt fahren Sie doch endlich weiter. Hallo, Herr Krankenwagenmann. Hallo. Wo sind jetzt hin? Alter, ich. So Leuten arbeite ich eigentlich. Ach, oh lol, ich habe den Leichenwagentypen umgerampelt. Egal, so da. Was für Leuten arbeite ich eigentlich zusammen? Ich fahre jetzt weg. Wird mir hier zu kindisch, ja. So, aber wir dürfen auf jeden Fall einmal unsere Karre reparieren und fahren wir wieder zurück in die Stadt. So, I wonder how Steve Trackboy was is doing in Liberty City. Was? Wer hat so bildet einen Namen, Alter? Egal. So, hier ist Ampel. Hier ist Ampel, Junge. Wobei, komm. Hier haben wir Sondersignale, dann geht das schon. So wie in echt. Possible Homicide. Okay, dann, schnell. Possible Homicide. Homicide, genau. Kurz mal ab hier. So. So, wo sieht man da schon was? Irgendwie. Ja, eine Leiche. Okay. Bitte überfahren Sie die Leiche nicht nochmal. Und da frage ich mich jetzt halt, was ich hier machen soll. Soll ich das jetzt beenden? Alter, können Sie mal bitte ein bisschen vorsichtiger fahren? Hier liegt eine Leiche, ja? Weil als ich vorhin getestet habe, konnte ich den wiederbeleben. Also mit so einer Animation. Wir holen uns einfach mal einen Corona und gucken mal, was passiert. Aber wer bringt denn bitte auf der Straße jemanden um, Alter? Das gibt überhaupt keinen Sinn. Aber ist okay. So, würden Sie bitte eigentlich so schnell fahren?
Ja, ignoriere mich, passt. So, aber sie ignorieren mich bitte nicht. Weil die Leichenwagenmenschen, sie sollen ihren Job normal machen. Und jetzt sind sie ruhig. Wird das eingesagt? Ja, wird eingesagt. Okay, perfekt. Kann der mal sein Maul halten? Ah, fuck. Ist einfach, ich krieg hin. Egal. Wir fahren weiter. Das war ein toller Einsatz. Toll. Ich hätte ihn eigentlich festnehmen sollen, aber egal. Egal. Da fahren wir ein bisschen in die Innenstadt hier. So wird es ja nix. Ziemlich verregneter Tag heute in Los Santos. Findet ihr nicht auch irgendwie ziemlich nass? Aber das haben wohl verregnete Tage so an sich, dass sie nass sind. Officer needs help. Passt. Mach mal. So. Code 3, oder? Okay, Respond Code 99. Alles klar. So, wir beeilen uns mal ein bisschen. Ich bin ein bisschen falsch gefahren, glaube ich. Egal. Wir unterstützen aus der Luft. Mehr oder weniger. So, hier. Hallo. Ey. Nehmen Sie bitte die Hände nach oben. Nehmen Sie bitte die Hände nach oben. Aha. So. Ja, der ist schon tot, ja? So. Wir beenden Callout. Und holen noch schnell einen Corona. Corona. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. So. Und dann fahren wir aber gleich mal weiter. Sonst raucht das jetzt noch ein bisschen zu lange. Wir wollen ja ein paar actionreiche Einsätze und nicht immer hier irgendwie auf Leichenwagen warten. Achso, jetzt sind wir da oben irgendwie. Toll, ich habe mal wieder super geparkt, ey. Ich bin nicht im Kletterkurs, ich bin hier, ne? So. Oh, okay, aber die parken noch besser hier. Oh Gott. Müssen wir hier ein bisschen rückwärts fahren. Oh, hoch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, gut. Okay, wir sind unten. Alles gut. So, hier Sirene aus. Wir gehen mal wieder nach draußen hier, ne? So, jetzt fahren wir mal ein bisschen in die Innenstadt. Hey, was machen Sie denn hier? Sie halten den ganzen Verkehr auf. Grand Theft Auto, nee, ist mir zu langweilig. Ich möchte etwas Spannendes. Irgendwas, was richtig Wucht hat, weißt du? Irgendwas, was so einen richtigen Einsatz ist. Einfach so, was Action ist, was eine Story hat. Alter, ich kriege hier schon genug Action, aber Story fehlt noch ein bisschen. Huch. Achso, wir dürfen noch sowieso die Karre reparieren. Haben auch den Einsatz abgeschlossen hier. So. Suicide Attempt. Das ist doch interessant. Da fahren wir mal hin. Respond Code 2. Okay, fahren wir halt nur so hin. Ich halte jetzt aber trotzdem nicht an jeder Ampel, weil sonst braucht es nämlich eine halbe Stunde, bis wir da sind. Das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Aber ich fahre zumindest ohne Sondersignal. Oder zumindest ohne Martinshorn. So. Was ist denn das Ding? Ist das hier? Ich meine nämlich, das ist da irgendwie drin. Das ist so ein... Ach, das kennen wir doch hier. Moment, vor der Polizeiwache? Ernsthaft? Das ist überhaupt nicht gut. Achso, da oben, Moment. What seems to be the problem today? Würden Sie bitte nicht runterspringen? I can't do this, I've lost my son a week ago to a drug overdose. I can't... So I know it hurts a lot right now, it seems like there's no way out. But I believe that I can help you, if you let me. Let's talk a little. Alles klar. He's gone and never coming back. I just can't stop thinking that if you... War toll. Would you still be alive right now? I just can't live with the guilt. Sir, we need to get some help right now. You need to come with me down to the station. No, I leave me die. I need some help. Haben wir es jetzt geschafft? Ich glaube schon. Geil. Ja, da haben wir schon mal mit voller Überzeugung einen... Na, wie nennt man es? Einen... Ach, keine Ahnung. Ist doch egal. Wir fahren aber weiter. So.
Position muss Stress, ich glaube nicht. Dann fahren wir mal weiter geradeaus. Lütkandakt oder so. Wir fahren mal hin. Warte. Response Code 2. Okay, passt eh. So. Weil ich achte jetzt auch mal ein bisschen auf die Response Codes, weil das halt einfach ein bisschen realistischer ist, wenn man halt nicht immer mit Martinshorn hinfährt. Aber gut. Aber wir fahren trotzdem natürlich noch über rote Ampeln. Weil es, wie gesagt, sonst braucht es echt zu lang, bis wir dann mal da sind. Oh, wir müssen die anmachen, ja. Entschuldigen Sie. Ach, egal. Machen wir mal die Tür zu. So. Hallo. Fuck off, just leave me alone. Ja, dann müssen wir müssen sie aber mitnehmen. Nehmen Sie bitte die Hände nach oben. Hallo. Ha. Hallo. Die Hände nach oben. So. Erstmal tasern. Nehmen Sie bitte die Hände nach oben. Weißt du, da frage ich mich halt, was ich machen soll. Das meine ich halt mit noch ein bisschen komisch mit den Callouts. Was soll ich da jetzt machen? Soll ich den amrempeln? Nehmen Sie bitte die Hände nach oben. Hallo. Kommen Sie bitte erstmal von der Straße runter, ja? Oh. Wieso töte ich dem eigentlich? Mann. Nur wenn ich links liege, tötet er die immer, obwohl ich ihn eigentlich nur kurz anschießen möchte. Naja, super. Mann, heute ist irgendwie ein komischer Tag in der Stadt hier, in Los Santos. Es ist ein bisschen wenig los. Und die Einsätze sind nicht so, dass ich jetzt sage, yay. Ne, komm, Moment. Nee. Possible, nein. Hit and run, nein. Nein. Reckless Driver. So, mal, dass wir nochmal eine Verfolgungsjagd heute in der Folge bekommen. Fahren wir mal so hin. Mit Air Unit. Achso, wir hatten doch schon vorhin eine, ne? Ja, wir hatten noch eine. Ah! Alter, wieso? Alter, mal gegen. So. Mein Gott. Immer diese Reckless Drivers hier, die mir in den Weg fahren. So. Na egal, wir nehmen auf jeden Fall mal die Verfolgung auf. Uah. Alter, muss der mir immer. Also nicht zu dritt nebeneinander fahren, ist nicht gut. Ja, so schon besser. So, wir überholen mal. Wobei, ich glaube, da oben ist er sowieso schon zum Stehen geblieben, oder? Ja, oder auch. Boah, Alter. Erstmal. Ey, nicht ram. Nicht ram. Sonst muss ich sie wieder wegrammen hier, ja? Das wollen wir alle nicht. So, der flieht. Leute, das ist ein Taco-Wagen, den wir verfolgen. Wir verfolgen einen verkackten Taco-Wagen. Wie geil ist das denn? Ja, dann nehme ich mir doch gleich einen Taco, wenn wir fertig sind. Ah. Oh Gott. Okay, jetzt kommen wir, drehen ihn. Auch wenn ich überhaupt nicht weiß, ob das überhaupt geht. Mit so ein riesiges Auto zu drehen. Oh Gott. Ja, es funktioniert auf jeden Fall. Wir machen mal eben Elektroschocker-Action. Ja, fuck. Alter, nicht mich drehen, ihn drehen. Gibt's doch nicht. Naja, jetzt verfolgen wir ihn ja ins Umland. Das ist ein bisschen weitläufiger und die Straßen sind da ein bisschen breiter. Das heißt, da können wir besser handeln. Jetzt fahren die mir nicht hinten rein. Diese KI in diesem Spiel ist so krass. Ja, fahr mir doch hinten rein. Alter, Helikopter. Ja, ist es okay? Wie viele noch? So, sind wir jetzt fertig? Danke. Der Kai in dem Spiel, ne? Kennt ihr den Kai? So. Oh. Jetzt reicht's mir so langsam. Mit ihrer Scheißrammerei. Oh, Lord, wo ist denn der? Lord, der ist gerammelt. Also weg, so, ja. So, komm. Geht sie raus? Okay. Das runter. Oh. Genickbruch. Genickbruch. Gehen Sie bitte. Wir müssen kurz den Traktor hier ein bisschen wegfahren, glaube ich.
Jetzt komm. Es ist ein ärztlicher Eingriff. Wir müssen den Truck hier ein bisschen wegfahren. Hallo. Was machen Sie denn jetzt hier? Ich wollte den Truck wegfahren und kommt ein Helikopter angeflogen. Oh, ist der gestorben? Echt Genickbruch jetzt. Finde ich irgendwie nicht so geil. Oh, haben wir noch einen Coron? Egal, wir holen auf jeden Fall einen Leichenwagen. Ist aber scheiße jetzt. Der Helikopter hier hat irgendwie abgestürzt, habe ich so gehört. Aber sicher bin ich mir auch nicht, ne? Aber die Leute haben auf jeden Fall überlebt. Das war die Hauptsache hier, ne? Co-Pilot und Pilot sind heile raus. Und wir brauchen natürlich auch einen Tow-Truck, ne? Für den Taco-Wagen. Und da wird geschossen. Oh Gott, da wird geschossen. Nimm das Megafon weg. Okay, ich dachte, ich wollte auf die Leichentypen schießen. Wo ist denn der Typ? Da ist mein Kollege. Wo sind die Gegner? Hallo. Da hinten. Oh ne, ist ein Polizist. Scheiße. Erstmal auf Polizisten schießen. Wo ist denn jetzt der... Wird denn da geschossen? Leute, der Leichenwagentyp ist tot. Ne, der ist umgefallen. Aber wieso wird der Leichenwagentyp erschossen? Oder Geld rum. Wieso haben sie den Leichenwagentypen erschossen? Finde ich nicht gut. Kann ich nicht gut heißen. Naja, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns in einer weiteren Folge von... Wo ist mein Auto hin? Ach, da oben. Ich würde sagen, wir sehen uns in einer weiteren Folge von LSPD FA. Bis dahin. Haut rein. Macht's gut. Ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.